So, jetzt kommen wir zu einer Königsdisziplin im Kraftsport. Die Übung nennt sich Kreuzheben. Eine Grundübung. Die beste Übung, um Muskelmasse aufzubauen. Das ist die Übung, wo am meisten Gelenke bewegt werden und auch oftmals am meisten Gewicht. Wir machen es jetzt mit einem moderaten Gewicht. Mir geht es jetzt um die Technik, um die Ausführung, weil da kann man unheimlich viel verkehrt machen. Besonders die Jugend unter euch sollte die Übung wirklich in Perfektion ausführen. Schaut her. Im gesamten Ablauf halten wir ein Hohlkreuz und wenn wir nach unten gehen, bewegen wir uns nur mit den Beinen nach unten. Das heißt, wir gehen in die Knie. Dann greifen wir im Kreuzgriff, das aber nicht Pflicht ist. Wir können auch normal greifen, wir können auch im Untergriff greifen. Ich greife gern im Kreuzgriff, so habe ich ein besseres Gefühl. Probier das selbst aus. Hohlkreuz, Kopf nach vorne. Jetzt beginnt ihr mit den Beinen als erstes das Gewicht nach oben zu stemmen. Dann den Oberkörper und Schulter nach hinten. Wieder von vorne. Ihr seht schon, eine sehr anstrengende Übung. Auch hier könnt ihr einen Gürtel verwenden, das sehr ratsam ist. Besonders dann, wenn ihr über die Hälfte von eurem eigenen Körpergewicht kommt. Viel Erfolg!